So, vielen Dank für eure Geduld. Wir starten jetzt auch gleich. Ich habe euch ja versprochen, dass ich verschiedene technische Aspekte vom SEO beschreibe und euch nochmal zwei Strategien mitbringe. Und normalerweise würde ich jetzt anfangen und sagen, okay, ihr habt eine Seite und dann gehe ich einfach alle verschiedenen Faktoren durch, die da jetzt wichtig sind, um das zu optimieren. Das Ganze wird aber super kompliziert und unübersichtlich und deswegen haben wir jetzt eine andere Struktur gewählt. Und zwar orientieren wir uns im ersten Teil, in dem technischen Part, wo es um WordPress geht, an den Google Webmaster Guidelines. Die haben das sehr schön aufbereitet und daran kann man sich ganz gut durcharbeiten. Und am Ende habe ich dann nochmal zwei Strategien für euch, wie ihr eben nochmal andere Inhalte und neue Nutzer generieren könnt. Und die Webmaster Guidelines, die sind hier auch nochmal verlinkt. Wichtig für euch, ich stelle die Slides auch nochmal auf SlideShare. Dann könnt ihr nochmal alles nachschauen. Da sind auch die Links zu Plugins drin, wenn ich welche vorstelle. Und ich stelle relativ viele vor, die ihr bitte nicht alle verwendet, sondern eben nur die Plugins, die jetzt irgendwie für euch wichtig sind, ne, für euren Anwendungsfall. Und Google unterteilt allgemein die Guidelines und auch die Optimierungsmöglichkeiten in drei Bereiche. Das eine ist eben das Finden, das Erkennen und dann das Verwenden von der Seite. Und im Detail schaut es dann eben so aus, dass wir hier verschiedene Faktoren haben beim Finden, die Google explizit anspricht. Und wie wir die jetzt genau für WordPress auch dann nutzen, das zeige ich euch. Was jetzt kein Thema ist für WordPress oder was ich jetzt nicht anschneide explizit, das sind die Backlinks. Weil das ist jetzt nicht WordPress-spezifisch, das ist allgemein ein Faktor und deswegen lasse ich den hier aus. Interne Verlinkung ist der erste Punkt, den die Guidelines eben behandeln und da gibt es verschiedene Bereiche. Ne? Wir haben zum einen die Beiträge, die wir gut verlinken wollen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich die jetzt untereinander besser auffindbar mache. Und Ziel habe ich hier eigentlich, dass die User lange auf meiner Seite sind, dass die damit interagieren, dass sie von einem Beitrag vielleicht noch auf einen anderen Beitrag gehen oder sich intensiv eben mit dem Thema beschäftigen. Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Und der eine ist zum Beispiel dieser Table of Contents Plus, was man kennt wie von Wikipedia. Wenn ich jetzt einen super langen Beitrag habe, kann ich mit dem Plugin einfach am Anfang Sprungmarken einfügen, die dann zu den Zwischenüberschriften springen. Und damit kann ich eben auch Inhalte, die super weit unten positioniert sind, für die Google-Suchmaschinen oder auch für andere Suchmaschinen dann als wichtig kennzeichnen, weil der User dann trotzdem mit einem Klick super schnell dort ist. Und was eben auch funktioniert ist, wenn ich dann verwandte Beiträge am Ende des Beitrags anzeigen möchte. Hier gibt es zwei Plugins, die gut zusammenarbeiten. Das eine ist der Automatic Post Tagger, der dann nach verschiedenen Keywords, die ihr festlegt, dann versucht, die Beiträge oder alle Beiträge, die ihr geschrieben habt, verschiedenen Themen zuzuordnen. Also neben den Schlagworten und den Kategorien eben nochmal inhaltlich eine Relevanz herstellen und dann mit diesem Yet Another Related Post Plugin, mit dem YARP, könnt ihr dann unten am Ende nach dem Beitrag dann verwandte Beiträge anzeigen, was schon mal ganz gut funktioniert, um einfach hier nochmal themenrelevant weiter zu verlinken und hier was zu haben, wie der User weitergehen kann mit eurer Seite. Auch interessant ist das Autoload Next Post. Ihr kennt das jetzt vielleicht von Spiegel.de oder von der Süddeutschen. Ihr scrollt ans Ende von einem Beitrag und dann zeigt er euch schon an, hier, wenn ihr jetzt noch weiter scrollt, dann kommt ihr wieder auf die Startseite. Und es ist auch eine super Funktion, um dort einfach den Nutzer wieder in neue Artikel reinzuziehen. Für WordPress gibt es diese Funktion jetzt noch nicht, aber interessant ist dieses Autoload Next Post. Der wird dann quasi durch das Scrollen in den neuen Beitrag reinladen und auch nochmal oben die URL-Struktur ändern. Sprich, der Benutzer kann mit dem Zurück-Button auch wieder auf den vorherigen Beitrag gehen. Das ist ganz interessant, ist aber nicht einfach umzusetzen. Also da müsst ihr relativ viel noch an dem Plugin schrauben, an eurem Theme. Das ist nicht ganz so einfach. Dann gibt es natürlich noch für die interne Verlinkung eure Kategorien und eure Schlagworte, die wichtig sind. Und ein Punkt ist da einfach immer, dass ihr unterschiedliche Ebenen wählt für Schlagworte oder Kategorien, dass ihr euch da keinen internen Wettbewerb macht. Weil das sind einfach Hubseiten, die dann eure Beiträge thematisch aufbereiten sollen. Und da ist es einfach wichtig, dass ihr hier eine verschiedene oder eine andere Ebene habt zwischen den Schlagworten und den Kategorien, dass hier kein Wettbewerb entsteht. Das ist das eine. Und früher war es so, dass ich einen Beitrag am besten nur in einer Kategorie zu sortiere. Und das ist da oder das ist insbesondere dann wichtig, wenn ich die Beitrags-URL so wähle oder die Permalinks, dass ich die Kategorie noch mit drin habe. Und wenn ich dann eben verschiedene Kategorien auswähle für den Beitrag, ist dieser Artikel über verschiedene URLs erreichbar. Das heißt, ihr habt Duplicate Content auf der Seite. Was ein negatives Signal ist, ist es aber mittlerweile kein Problem mehr von WordPress, weil die jetzt die erste Kategorie, die ihr auswählt, als die wichtigste nehmen. Und alle anderen Kategorien, die ihr dann auswählt,
erhalten automatisch einen Canonical Tag auf diese erste Kategorie. Und dementsprechend ist es kein Problem mehr für Google oder für andere Suchmaschinen. Genau. Was auch interessant ist, wenn ihr jetzt eben viel mit Schlagwortseiten und mit Kategorieseiten arbeitet, dann könnt ihr hier nochmal mit zwei Plugins, das sind die ersten beiden, auf diesen Kategorieseiten eben nochmal den Editor im Backend bearbeiten, sodass ihr da auch diesen visuellen Editor habt und dort auch eben HTML reinsetzen könnt. Sprich, ihr könnt da nochmal Bilder reinsetzen in die Kategoriebeschreibung oder sonst irgendwelche Elemente. Und damit könnt ihr die Seiten eben nochmal individuell aufbereiten. Genau. Letzter Punkt, Breadcrumbs sind auch super, um die eben dann, um die interne Verlinkung oder auch nochmal die Struktur der Seite klar darzustellen. Dieses Plugin, oder es gibt verschiedene, und hier ist eben auch diese Schema.org-Auszeichnung gut umgesetzt. Sprich, auch Suchmaschinen verstehen dann hier diese Struktur. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Archive gibt es in WordPress zu Genüge. Und je nachdem, wie ihr eure URL-Struktur gewählt habt, habt ihr dann nochmal monatsbasierte Archive, die unsinnig sind, weil es wird keiner dann mehr suchen, was für Beiträge wurden im Mai 2015 geschrieben. Das macht keiner. Insofern ist es nicht relevant. Und ein Problem sind natürlich dann, wenn ihr nur einen Autor habt für die Seite, das Autorenarchiv ist dann eben identisch von diesem Autor mit der Startseite oder überhaupt mit allen Beiträgen, die ihr habt. Und deswegen sollten die, wenn ihr nur einen Autor habt, müssten die ausgeschaltet sein. Und interessanter Punkt, das ist dieses Plugin hier, Simple Yearly Archive, da habt ihr dann einfach ein Archiv eurer Beiträge nach Jahren sortiert. Und das kann schon mal ganz interessant sein. Genau, wir gehen nochmal weiter, interne Verlinkung, Siloing. Das ist auch so eine Taktik, wenn ich jetzt super viele Seiten habe und auch verschiedene Themengebiete bediene, dann kann ich damit einfach nochmal themenrelevant andere Seiten verlinken. Und über diese Plugins kann ich das eben so machen, dass ich in der Sidebar jetzt definiere, welche anderen Menüs zum Beispiel je nach Kategorie ausgespielt werden. Das heißt, ich kann, wenn meine Seite zum Beispiel Tee behandelt oder Kaffee behandelt oder beide Themen, ich habe eine Kategorie Tee und ich habe eine Kategorie Kaffee, kann ich eben in diesen Kategorien, in diesen Beiträgen nochmal andere Seiten statisch verlinken. Ich kann dadurch halt einen Themencluster bilden über diese interne Verlinkung. Genau. Nächster Punkt, Sitemap. Gibt es ja super viele Plugins dafür, die das machen. Meistens eben die XML und auch die SEO-Plugins erstellen euch eine XML-Sitemap. Wichtig an der Stelle, Google fordert explizit in den Guidelines auch eine HTML-Sitemap, die die Nutzer nutzen können. Ja? Und es bieten dann eben die SEO-Plugins nicht. Dafür gibt es dann Simple Sitemap zum Beispiel als Plugin, die euch dann einfach eine Sitemap erstellen, die dann auch die Nutzer aufrufen können, wenn ihr dann irgendwo den Link dazu einsetzt. Vorteil an der Stelle, wenn ihr das auf der Startseite irgendwo im Footer habt zum Beispiel, könnt ihr über zwei Klicks jeden Beitrag auf eurer Seite dann aufrufbar machen. Das ist super praktisch. Genau, und sonst eben die SEO-Plugins, Standard. Die HTTP-Header, das ist eine super interessante Sache, gerade wenn ihr große Seiten habt oder wenn ihr einen Online-Shop habt, euer Kunde, und ihr betreibt in einem Verzeichnis davon den WordPress-Blog als Magazin oder sonst irgendwas, Kaufberater. Und bei großen Seiten ist es natürlich dann immer eine Frage, wie kommt Google oder allgemein Crawler durch die Seite mit dem Crawl-Budget. Und meistens ist es eben so, dass nicht genügend Ressourcen für eure Seite zur Verfügung stehen, dass alle Seiten rechtzeitig gecrawlt werden. Und mit diesem HTTP-Header kann ich eben sagen, wann wurde die Seite das letzte Mal bearbeitet. Google speichert die Daten ab und bei der nächsten Anfrage vom Crawler kommt nur noch die Frage, hat sich der Inhalt geändert oder nicht. Und wenn er sich eben nicht geändert hat, dann schickt euer Server einen 304-Statuscode zurück. Google weiß, okay, es hat sich nichts geändert und geht dann zur nächsten Seite. Sprich, es muss gar kein Datendownload mehr stattfinden. Super praktische Sache. Ihr könnt da versuchen, das über Caching-Plugins zu machen, W3 Total Cache, müsst es natürlich testen, weil es funktioniert nicht immer einwandfrei, wie da die Umsetzung ist. Zwei andere Möglichkeiten sind diese Plugins, die ich hier vorstelle. Und das ist super einfach. Ihr konfiguriert das einmal und automatisch wird dann eben das letzte Änderungsdatum dann in diesen Last Modified Header eingefügt. Und ihr könnt dann eben mit dem Crawl-Budget besser haushalten. Genau. Anderer Punkt, den eben Google vorschlägt, ist, dass ihr das Crawling mit der Robots.txt steuert. Normalerweise schaltet ihr das eigentlich nur für den Admin-Bereich aus oder für administrative Seiten. Und
Wichtig an der Stelle ist, dass sie eben die CSS-Sachen und das JavaScript freigibt, damit eben auch die Seite für die mobilen Crawler sichtbar ist und auch als mobil kompatibel bewertet werden kann. Normalerweise habt ihr dann immer direkt Zugriff auf euer Verzeichnis und könnt da die robots.txt bearbeiten direkt, zum Beispiel damit mit der FTP oder sowas hochladen. Es gibt sogar ein Plugin dafür, wer es nutzen möchte. Wichtiger sind eigentlich die Regeln, die die OnPage.org vorschlägt, oder die haben sie ganz gut aufbereitet, die könnt ihr euch dann nochmal anschauen, wie ihr da verschiedene Crawler zum Beispiel ausschließen könnt oder für manche Crawler auch nochmal einen Crawl-Delay hinterlegen könnt, also wenn euer Server eh schon am Maximum ist von der Leistungsgrenze, dass ihr nochmal einen Intervall habt, dass jetzt Bing zum Beispiel eine gewisse Zeit warten muss, bevor dann wieder die nächste Seite crawlt. Aber wenn ihr an der Stelle seid, dann ist es auch suboptimal, weil ihr wollt ja eigentlich, dass die Suchmaschinen möglichst schnell alle von euren Seiten kennen, um dann eben auch die Nutzer darauf hinzuleiten. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, das ist jetzt das Erkennen. Das sind super viele Punkte, wir gehen jetzt im Detail eben durch. Und wichtig für Google oder auch alle anderen Suchmaschinen ist eigentlich die Relevanz. Daran arbeiten sie die ganze Zeit. Früher waren Links das Wichtigste, ne? Wichtigste Merkmal, wenn viele Links auf irgendeinen Beitrag gehen, dann muss er irgendwie relevant sein. Das sind Empfehlungen von anderen Seiten. Und es ist immer noch so, dass eben jetzt durch andere Faktoren auch versucht wird, den relevantesten Artikel zu einer gewissen Suchanfrage eben rauszuarbeiten. Und wichtig hier an der Stelle, und das passiert eben in vielen Blogs, ihr müsst euch fokussieren. Auf eurer Seite muss eben ein Beitrag für jedes Thema sein. Und wenn ihr ein Thema zu fein in super viele Beiträge aufteilt, dann macht ihr euch internen Wettbewerb. Und Google oder andere Suchmaschinen wissen dann eben nicht mehr für diese Suchanfrage, welche Seite soll dafür überhaupt ranken. Also ihr macht euch ja selber Wettbewerb und oft sieht man das dann, dass man durch die Suchergebnisse sich durchklickt, man sieht, okay, ich ranke eigentlich auf dem Thema, was kaum Wettbewerb hat, gar nicht auf Seite 1. Ich klicke mich durch, dann bin ich vielleicht auf Seite 2 mit 2 Beiträgen. Dann habe ich da an Position 13 was, ich habe an Position 15 was. Klares Signal, dass ihr hier einen internen Wettbewerb habt. Und das seht ihr auch in den Webmaster-Tools, in der Search-Konsole. Könnt ihr euch anschauen, für welche Suchanfragen welche Seiten ranken. Und normalerweise sollte da immer nur eine Seite ranken. Und manchmal seht ihr auch, dass dann zwei URLs ranken und sich dann abwechseln. Und an der Stelle ist dann ganz klar der Rat hier, konsolidiert die Seiten. Macht daraus eine Seite, wenn es thematisch möglich ist. Andernfalls müsst ihr diese Seiten eben nochmal vom Inhalt her stärker trennen. Genau. Wie könnt ihr sowas finden? Habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt einmal eben die Site-Abfrage von Google machen, sprich ihr macht Site, Doppelpunkt, eure Domain, Leerzeichen und dann das Keyword, was jetzt für euch relevant ist, die Suchanfrage. Und dann zeigt euch Google schon, welche Seiten aus Sicht von Google jetzt die relevantesten von eurer Seite sind. Dann könnt ihr jetzt durchgehen und gucken, ist das überhaupt die Seite, die da ranken soll? Also ihr könnt eine Site-Abfrage machen und je nachdem, wie die Seiten strukturiert sind, dann ist da ganz oben dann das Impressum mit dabei und der Datenschutz und so weiter, nur weil die halt gut verlinkt sind, aber halt überhaupt nicht themenrelevant. Und andere Tools helfen da eben auch, OnPage.org Free. Das funktioniert ganz gut für Seiten, ich glaube bis zu 100 Seiten. Also wenn ihr einen kleinen Blog habt, könnt ihr damit dann auch nochmal nach Duplicate Content oder Near Duplicate Content schauen oder Siteliner.com. Das ist auch so ein Tool, wo ihr dann eben verschiedene Unterseiten prüfen könnt auf doppelte Textbausteine. Und der zeigt euch dann eben auch farblich an auf eurer Seite, welche Elemente immer wieder vorkommen. Und das ist dann zum Beispiel auch Text in der Sidebar. Wenn ihr da super viel Text habt, macht ihr euch die Sache auch wieder schwer. Weil der ist auf jeder Seite und die Suchmaschine weiß dann nicht so genau, okay, wieso ist der jetzt relevant? Keyword-Verwendung. Sagt Google so, ne? Ist wichtig. Wo sollten wir das machen? Oder wie sollten wir das machen? Ist eigentlich wichtig dann eben für die Redakteure in der Praxis, die die Artikel einpflegen. Das heißt, ich brauche ein Tool, was einfach nochmal kurz mir visuell darstellt, ob ich die jetzt an den entsprechenden Stellen verwendet habe. Ist es in meiner H1 drin? Habe ich das vielleicht nochmal in Zwischenüberschriften oder in einer abgewandelten semantischen Form in den Zwischenüberschriften? Habe ich das Keyword in meinem Inhalt verwendet? Habe ich das in meinem Alttext von irgendwelchen Bildern nochmal mit drin? Und genau, das sind jetzt mal so die wichtigsten Punkte in der Praxis an der Stelle und da helfen euch einfach dann so klassische SEO-Plugins. An der Stelle. Title-Elemente, alte Attribute, die hatte ich jetzt eben schon angesprochen.
wichtig hier eben, weil auch wenn die Bilderkennung oder auch Gesichtserkennung von den Suchmaschinen immer besser wird, ist es ja immer noch so, dass die alten Attribute ganz wichtig sind. Das greift eben auch für die Screenreader so, dass der Inhalt von den Bildern eben nur über diese Alt-Text bestimmt wird und Title-Text. Und damit ihr das eben nochmal pflegen könnt, damit es einfacher wird und ihr es im HTML nicht pflegen müsst, gibt es auch nochmal verschiedene Plugins. Nehmen wir zum einen dieses SEO-Friendly Images. Und was auch nochmal funktioniert und auch ganz gut ist, wenn ihr nochmal auf andere Seiten verlinkt, dann könnt ihr diesem Link nochmal einen Titel mitgeben. Das heißt, er hat auch nochmal eine Information, wenn man jetzt mit der Maus über diesen Link fährt, was erwartet einen auf der anderen Seite, wenn man diesem Link folgt. Und das funktioniert zum Beispiel mit diesem Plugin Restore Link Title Field. Und dann kann ich einfach in WordPress nochmal diesem Link nochmal einen Titel mitgeben. Einfach eine Beschreibung, was auf der nächsten Seite kommt. Genau, klare Seitenhierarchie, auch super wichtig. Eben über die URL-Struktur zum einen, ne? Wenn ich jetzt Permalinks habe, dann kann ich das so machen, dass ich dann nochmal die Kategorie einfüge und dann den Beitrag erst. Dann ist schon mal ganz klar, okay, alle Beiträge, die in dieser Kategorie sind, gehören einfach zusammen. Ne? Dann habe ich einen Themencluster, den auch eine Suchmaschine verstehen kann, dass alle Beiträge jetzt zu diesem Thema dazugehören. Und wenn ich jetzt eine Breadcrumb dazu habe, dann ist es auch eine logische Reihenfolge, dass ich dann einfach auch in der URL, wenn ich die manipuliere, auf diese Kategorieseite komme und die darüber dann auch nochmal einen Backlink erhält. Das heißt, ich stärke die Seiten nochmal mit der internen Verlinkung, funktioniert eben darüber ganz gut. Und ob das auch wirklich so ist oder ob dann eben euer Impressum super viele Links bekommt, euer Datenschutz, also die Seiten, die ihr eigentlich gar nicht wollt, dass die ranken, oder eben nochmal andere unwichtige Seiten aus eurer Sicht, könnt ihr dann auch nochmal Tools nutzen, kostenlose wie OnPage.org, die dann auch nochmal eine grafische Darstellung machen eben von den ganzen Inlinks von euren Seiten. Also, die nennen es OPR. Wie viele von euren Seiten verlinken jetzt auf das Impressum? Wahrscheinlich alle. Und dann könnt ihr nochmal prüfen, soll das überhaupt so sein? Und dann findet ihr eben auch Seiten, die vielleicht für euch wichtig sind, aber super wenig Links haben. Und dann könnt ihr nochmal überdenken, wie ihr vielleicht diese Seiten gezielt intern nochmal besser verlinkt. Genau. Medien. Auch super wichtig, dass ihr die verwendet. Und da gibt es natürlich verschiedene, ne? Bilder haben verschiedene Nutzen. Und zum einen ist es so, es lockert einfach nochmal den Text auf. Ne? Wenn ich Leser bin, ich komme auf eine Seite, ich will nicht einfach nur so eine Textwüste haben. Ich will Bilder haben, die das ein bisschen auflockern, die das vielleicht nochmal veranschaulichen, die vielleicht mal einen Prozess mir klar machen. Und viele Leute machen da halt auch den Fehler, dass sie erstmal zu viele große Bilder verwenden, also viel größer als eigentlich in der Darstellungsbereich und auch das falsche Bildformat. Und da gibt es die einfache Faustregel, wenn ich ein Logo habe, dann nehme ich das dafür in einem PNG, weil ich habe wenige Farben und dann ist PNG einfach das beste Bildformat dafür. Und im anderen Fall, wenn ich ein Foto habe, nehme ich ein JPEG. Ganz einfach. Wenn ich das Ganze vertausche, und es machen auch viele, viele Logos werden als JPEG hochgeladen, ich kann die dann später versuchen nochmal zu komprimieren, aber auch mit Tools wie hier diesem Kraken.io, was das einzige kostenpflichtige Tool ist, was ich hier vorstelle, dieser Dienst, selbst der kann aus dem JPEG nicht mehr so viel rausholen wie einem PNG. Also das Speaker-Logo zum Beispiel von der Konferenz hier, ich meine, das war ein PNG, das ist alles okay, aber ich habe es von einer anderen Konferenz gesehen, das war ein JPEG. Und wenn ich das eben nochmal hier durch diese Komprimierungstools durchlasse, wird es immer noch nicht so klein, wie wenn ich daraus ein PNG mache. Und das PNG ist halt dann einfach mal halb so groß. Habe ich mir schon mal viel gespart. Genau. Was hier auch nochmal hilft, wenn ihr viele Autoren habt, ist das Tool Insanity. Da könnt ihr einmal eben durchgehen durch euren Blog und schauen, welche Bilddimension verwendet mein Theme überhaupt? Habe ich überhaupt Bilder, die breiter sein müssen als 1000 Pixel? Und wenn es eben nicht so ist, dann könnt ihr in einem Insanity festlegen, dass das eure maximale Breite ist. Und auch wenn jetzt irgendein Autor ein Foto mit 5 oder 12 Megapixel hochlädt, was erstmal lange dauert, wird es dann aber runtergerechnet und er kann auch nur noch das Bild mit 1000 Pixeln einbetten. Und damit wird dann nicht mehr so viel skaliert. Das funktioniert ganz gut. Und auch für die Bilder, wenn ihr jetzt super viele Bilder auf einer Seite habt, könnt ihr natürlich nochmal ein Lazy Load verwenden, was ganz gut funktioniert, eben auch für Videos, dieses Plugin, was ich hier vorstelle. Ein anderes Thema, was jetzt mit, ich glaube, der vorletzten WordPress-Version Einzug gehalten hat, sind diese Responsive Images, die allerdings nicht ganz so gut funktionieren.
weil dort eben insgesamt der Darstellungsbereich berücksichtigt wird und eben außer Acht gelassen wird, wenn ihr da noch eine Sidebar habt. Und dementsprechend sind dann eben die Bilder dann trotzdem noch skaliert und nicht optimal in der richtigen Größe. Und mit Responsify WP könnt ihr das eben einstellen. Es ist super aufwendig, dass ihr hier responsive Bilder, also sprich im Quellcode werden verschiedene Bildquellen hinterlegt und je nachdem, welches Gerät oder welche Auflösung das Gerät hat, dass die Seite aufruft, wird halt ein anderes Bild geladen. Und das funktioniert auch für Retina-Bilder. Ist ein bisschen Aufwand, aber funktioniert ganz gut. Gehen wir weiter. Videos, auch super, weil manche Inhalte kann ich vielleicht im Video viel besser darstellen, als jetzt in der riesenlangen Textwüste. Oder ich biete einfach beides an. Ich habe einmal eine Beschreibung von irgendeinem Vorgang im Text, biete dazu aber nochmal anderen Usern nochmal ein Video an. Nicht jeder will das Video anhören, wenn er jetzt gerade unterwegs ist, dann liest er vielleicht lieber. Aber wenn er jetzt gerade seine Zeit hat, hat vielleicht Kopfhörer auf oder sowas, kann er in Ruhe sich das Video anschauen. Funktioniert ganz gut. Allerdings hat der Standard-Embed-Code von Google den Nachteil, dass hier nicht viel mehr ausgezeichnet wird. Ne? Also kann man Suchmaschinen hier über Schema.org-Auszeichnung oder Metadaten, strukturierte Daten einfach nochmal viel mehr Informationen mitgeben. Und um das mal zu sehen, was man da alles mitgeben kann, könnt ihr euch dieses Sistrix anschauen. Und die haben ein Tool gebastelt, ihr gebt einfach nur noch die Video-URL ein und er gibt euch einen neuen Embed-Code. Mit ganz vielen Metadaten, da steht dann nochmal drin, okay, wie lange spielt das Video überhaupt, was ist die Beschreibung, was ist der Inhalt von dem Video und damit wird eben auch der Inhalt vom Video verständlich für eine Suchmaschine aufbereitet. Problem an der Stelle, wenn ich das jetzt in WordPress eingebe, den Post speichere, danach nochmal bearbeite, dann ist alles wieder draußen, weil WordPress eben diese ganzen Meta-Angaben rauslöscht. Und klar könnte man da jetzt ein bisschen dran rumhacken, aber ich will ja trotzdem diese Validierung drin haben, dass ich eigentlich nur validen Code abspeichern kann. Und da gibt es eben andere Plugins, die das machen. Und wenn ich mit diesen Plugins eben die Videos einbinde, dann kriege ich da trotzdem noch diese Metainformationen, die dann auch gespeichert werden in WordPress. Deswegen funktionieren die eigentlich ganz gut. Auch nur für Leute, die halt viele Videos dann einbetten oder eben auch die Videos dann aufbereiten wollen für die Suchmaschinen. Auch interessant ist, wenn ich Videos normalerweise von YouTube ja verwende, ist noch relativ viel Tracking mit drin. Ich kann die URL natürlich anpassen. Und wenn ich das über youtube-nocookie.com einbinde, das Video, ist alles Tracking draußen. Also es wird da nichts mehr mitgetrackt und es gibt auch keine Werbung mehr drin. Funktioniert ganz gut. Der Dienst ist auch von Google, wenn ihr euch dann anschaut, wer diesen Dienst bereitstellt. Das ist YouTube selber. Und funktioniert. Kann man verwenden. Strukturierte Daten hatte ich ja eben schon angesprochen, damit eben auch der Inhalt von Videos jetzt für eine Suchmaschine verständlich werden. Das könnt ihr natürlich mit allen möglichen auch machen. Ihr habt Autorenauszeichnungen zum Beispiel, die sind jetzt beim letzten oder vorletzten Update von Yoast wieder rausgeflogen aus den Seiten, wer der Autor ist, weil ja auch Google gesagt hat, hier Google Plus Autor Markup wird jetzt nicht mehr unterstützt, ne? Ist auch irrelevant als Ranking-Faktor. Interessant wird das Ganze natürlich jetzt, wo das Machine Learning Einzug erhält, RankBrain, weil hier jetzt eine Suchmaschine oder ein Algorithmus eine Korrelation finden kann und aus dieser Korrelation vielleicht auch nochmal einen Ranking-Faktor macht, den eben Google vorher manuell wieder rausgenommen hat als Ranking-Faktor, kann jetzt hier die künstliche Intelligenz dann entscheiden, hey, das ist vielleicht doch gar nicht so ungeschickt, wenn wir auch noch berücksichtigen im Ranking, wer überhaupt diese Artikel geschrieben hat. Also ist es nicht schlecht, wenn man die drin hat. Man kann das natürlich nochmal für andere Sachen machen, wie jetzt hier für Events zum Beispiel ist dieses Plugin ganz gut, wo dann alles richtig ausgezeichnet wird. Es gibt allgemein das Plugin, dieses Schema Creator bei Raven, wo ihr dann im Beitrag nochmal einen Dropdown habt und auswählen könnt, welche Sachen ihr auszeichnen wollt. Also ob das jetzt irgendeine Bewertung ist oder sonst irgendwas. Aufpassen müsst ihr natürlich, wie die Sachen ausgezeichnet werden. Also es sind vor ein paar Wochen einige Seiten eben rausgeflogen oder abgestraft worden durch Google, durch ein WordPress-Plugin, was Rezepte auszeichnet mit Rich Snippets. Und da war eben diese Auszeichnung fehlerhaft und exzessiv. Und alle diese Seiten, die dieses Plugin genutzt haben, wurden eben abgestraft durch Google. Also da achtet dann auch immer drauf, ob das alles valide ist, ob das funktioniert. Da fehlt jetzt ein Link. Wäre vielleicht ganz hilfreich, es gibt von Google den Structured Data Testing Tool.
Wenn ihr danach googelt, dann findet ihr das. Ihr könnt dann einfach die URL eingeben und der sagt euch dann, okay, welche strukturierten Daten finde ich denn auf dieser Seite? Was kann ich davon interpretieren? Und wenn da Fehler drin sind, zeigt euch das auch an. Wie heißt der Link? Sucht einfach nach Structured Data Testing Tool. Das ist ein externes Tool. Also es ist nicht in der Search-Konsole mit drin. Er zeigt dir zum Teil Fehler an, aber er zeigt dir nicht alle an. Über dieses Tool findest du eben explizit alle Sachen, die Google verständlich aufbereitet sind und eben auch nochmal andere Auszeichnungen, die drin sind, aber vielleicht nicht Google-optimiert ausgezeichnet sind. Nächster Punkt, saubere URLs ohne Parameter. Super wichtig. Und löse ich einfach eben über die Permalinks. Ich will nicht, dass meine Beiträge über einen Fragezeichen p gleich 1, 2, 3 oder sowas aufrufbar sind, sondern ich will jedem Beitrag einfach eine feste URL mitgeben. Und am besten eben auch nochmal explizit der Beitragstitel drin, damit auch der Leser sich was drin vorstellen kann. Vorteil an der Stelle, ich habe vielleicht auch nochmal das Keyword mit drin. Genau. Wir gehen jetzt ein bisschen schneller, ne? CSS und JavaScript muss crawlbar sein. Einfach nochmal in die Robots.txt schauen, ob das so ist. Wird euch aber auch als Fehler angezeigt in der Search-Konsole von Google zum Beispiel, wenn die Sachen nicht crawlbar sind. Weil an der Stelle kann dann eben auch der Crawler nicht sehen, ist die Seite überhaupt für Mobilgeräte optimiert oder nicht. Und im Zweifelsfall, also wenn diese Dateien gesperrt sind, sagt Google, hey, die Seite ist nicht mobil optimiert, sprich in der mobilen Suche, wenn ihr jetzt mit dem Handy sucht, wird eure Seite einfach nochmal schwächer gewertet. Fertig. Sichtbare Inhalte, auch super wichtig. Kann man gezielt einsetzen. Wichtig an der Stelle ist eben, nochmal die Historie an der Stelle. Viele SEOs haben es früher so gemacht, dass eben SEO-Texte nochmal auf einer Seite waren, die für den User jetzt nicht relevant sind, aber die halt vielleicht für eine Suchmaschine wichtig sind. Dementsprechend wurden die Sachen versteckt. Also weißer Text auf weißem Hintergrund oder per CSS, 5000 Pixel aus dem Bildschirmansichtsbereich nochmal rauspositioniert, funktioniert alles nicht mehr. Und Google ist da jetzt mittlerweile so weit, dass eben alle Inhalte, Textinhalte, die initial nicht sichtbar sind, weniger stark gewertet werden. Sprich, ihr habt in einem Online-Shop verschiedene Tabs, kennt jeder, ne? Wo ihr dann die verschiedenen Eigenschaften durchklicken könnt. Alles, was auf den hinteren Tabs ist, ist weniger wichtig aus Sicht von der Suchmaschine. Diese ganzen Sachen könnt ihr eben auch in WordPress nutzen oder auch Akkordeons, wo ihr dann eben oft bei FAQs oben erstmal die Frage habt, ihr klickt drauf, es klappt sich aus, dann kommt die Antwort dazu. Alles schön gemacht, aber alle Antworttexte, die dahinter versteckt sind, werden erstmal schwächer gewertet, weil die initial nicht sichtbar sind und die Leute erst nochmal klicken müssen. Also ihr könnt es gezielt nutzen, um eben Inhalte, die jetzt wiederkehrend sind, einfach nochmal abzuwerten. Dann könnt ihr die auf so einem Tab zum Beispiel verstecken. Eine coole Sache ist dieses Hypotext. Das Plugin ist von einem australischen SEO und an der Stelle nochmal ein Beispiel von Zalando. Die haben zum Teil Kaufratgeber mit ellenlangen Seiten und ich habe ganz oben am Anfang die Auswahloption, ob ich sagen möchte, hier, ich möchte mich umfangreich informieren oder ich möchte nur einen kurzen Überblick über das Thema. Und wenn ich dann oben umstelle von ausführlicher Information zu kurzen Überblick, wird der Text automatisch super eingedampft, es verstecken sich viele Elemente und ich habe halt dann einen kurzen Text, den ich mir in 5 Minuten durchlesen kann. Und ich bin schon mal informiert über das Thema. Und das Hypotext ist eben so aufgebaut, dass der Text initial komplett sichtbar ist, sprich auch für die Suchmaschine wird alles indexiert. Und erst wenn ich diesen Haken quasi setze, dass ich sage, ich habe wenig Zeit, ich will nur einen Überblick, dann verschwinden eben diese Elemente, die ihr so ausgezeichnet habt im Quelltext. Ja. Gibt es was, wo ich die Inhalte des Akkordeons auch wieder aufwerten kann? Nein, ist mir jetzt nichts bekannt. Initial sichtbar heißt dann alles oder nur above the fold? Initial sichtbar ist alles. Also, ja. Und eben auch Sachen, wenn ich die Seite zuerst aufrufe, klar, above the fold ist immer das Wichtigste. Die Inhalte, die ich dort positioniere, deswegen will ich dort auch meine H1 haben, die wichtigsten Aussagen. Wichtig ist aber komplett alles, was auf der Seite eben initial sichtbar ist. Ja. Mhm. Kann ich das Plugin, macht das Sinn, dass ich das Plugin eventuell so modifiziere, dass
er bei einem Nutzer, der nicht Google Crawler ist, anders reagiert als beim Google Crawler? Also die Frage wäre jetzt, was man halt letztendlich checken kann, okay, wenn es Google Crawler ist, dann zeig mir bitte den kompletten Inhalt an. Und wenn es menschlicher Aufrufer ist, dann. Würde ich nicht machen, haben viele SEOs schon probiert, dass eben die Google-Crawler andere Seiten ausgespielt bekommen als die User. Funktioniert in der Praxis nicht und wenn Google dahinter kommt, ist deine Seite auch weg. Und die kommen dahinter. Genau. Nächster Punkt, Werbelinks, auch explizit eben zwei Methoden vorgeschlagen, einmal robots.txt oder well-no-follow. Und das ist jetzt relevant für alle Blogger, die irgendwie Produkttests machen vielleicht oder Affiliate sind. Gibt es zwei Möglichkeiten. Nochmal eine Sache an der Stelle. Das Sauberste ist einfach, dass ihr die Links auf NoFollow setzt. Dass ihr hiermit kennzeichnet, hey, ich hatte einen monetären Anreiz oder einen sachlichen Anreiz, hier diesen Link zu setzen. Und mit dem NoFollow signalisiert ihr einfach Google hier, das habe ich nicht einfach so als Empfehlung gemacht, sondern ich habe dafür noch was bekommen. Das ist auch sehr wichtig, weil jetzt gerade vor 2 Wochen wurden viele amerikanische Seiten genau deswegen abgestraft. Also viele Blogger, die Produkttests gemacht haben, die nicht auf NoFollow verlinkt haben, wurden einfach abgestraft. Ne? Müsst ihr vorsichtig sein, macht das am besten. Affiliates arbeiten oft damit, dass sie einen Redirect haben. Das heißt, ihr habt eure Domain und dann kommt nochmal bei dem Link vielleicht Link-Out und dann irgendwo nochmal ein Parameter. Und wenn man da draufklickt, ist dahinter ein Redirect, der euch dann irgendwie zu einer Amazon-Seite mit diesem Affiliate-Link weiterleitet. Kann man machen, funktioniert auch, dass ihr das eben per robots.txt dieses Verzeichnis sperrt, damit Google dem nicht mehr folgt. Ist nach den Google-Guidelines okay, aber Amazon sagt, das ist nicht okay. Also wenn ihr sowas nutzt und Amazon kommt dahinter, dann fliegt ihr eben aus dem Amazon-Affiliate. Programm raus. Aber ihr könnt eben solche Plugins nutzen, um einfach diese No-Follow-Funktionalität von den Links wieder als Checkbox zum Beispiel wieder drin zu haben. Dann könnt ihr in so einem Artikel, wenn ihr das häufiger macht, einfach schnell sagen, hier, dieser Link ist ein No-Follow-Link, ohne dass ihr in den HTML-Code einsteigen müsst. Genau. Google Webmaster Guidelines, das Verwenden von der Seite. Auch wieder super interessant. Broken Links, kennt vielleicht jeder, ne? Ihr seid auf einer Seite unterwegs, wollt vielleicht nur woanders hin und es kommt eine 404-Fehlerseite. Ist natürlich sehr schlecht, Google findet es auch nicht gut. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann ich hier das Plugin nutzen, verbraucht Serverressourcen, läuft im Hintergrund. Vorteil an der Stelle, ich kann einstellen, wann der läuft, zum Beispiel einmal die Woche und dann schickt er mir automatisch nochmal einen Report von allen 404-Fehlerseiten. Und dann kann ich dann eben auch einen Bulk-Edit machen und ich kann dann eben festlegen, okay, diese ganzen Links sollen so oder so dann auf eine neue Seite leiten. Was ich noch besser finde, weil sie eben noch andere Fehler finden, sind eben externe Tools wie das OnPage.org Free für kleine Seiten oder Screaming Frog. Und hier habe ich dann eben die Möglichkeit, mit dem kostenlosen Crawler auch die ganzen Seiten zu prüfen und dann auch alle Fehlerseiten mir anzeigen zu lassen, wo der Statuscode dann 404 ist oder 410 oder sonst irgendwas. Valides HTML ist auch ein wichtiger Punkt, wird von Google gefordert, ist in der Praxis vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Also früher war es so, wenn ich jetzt eben invalides HTML schreibe, ich habe große Fehler drin, weil ich halt bestimmte Tags öffne, aber nicht mehr schließe, dann kann es sein, dass der Browser eben in diesen Quicks-Modus geht. Und auf den heutigen Rechnern ist das aber kein Thema mehr, weil ich habe so viel Leistung, dass er ohne Probleme auch in diesem Fehlerkorrekturmodus die Seite mir schnell anzeigt. Problematisch ist es auf älteren Handys, wo vielleicht dann weniger als 2 GB Arbeitsspeicher drin sind, da merke ich dann noch eine Verzögerung, aber sonst nicht mehr. Trotzdem ist es natürlich immer gut, wenn ich jetzt ein Theme verwende oder allgemein meine Seite valides HTML hat und da gibt es verschiedene Fehlerquellen. Das eine sind eben Themes. Da könnt ihr jetzt erstmal eine Demo-Seite von einem Theme hier durch diesen W3C-Check laufen lassen und gucken, ist es überhaupt valide geschrieben, bevor ihr das kauft oder verwendet. Das ist ein Punkt. Anderer Punkt ist, ihr könnt auch durch Security-Plugins invaliden Code bekommen. Und ein Beispiel hier ist das iTheme Security. Und ihr könnt ja da die Funktionalität von dieser XML-RPC deaktivieren. Und was der an der Stelle macht, ist, der nimmt aus dem Code einfach nur das Link-Element weg, aber der Link im HTML steht quasi noch drin. Das heißt, ihr habt ein leeres Link-Element an der Stelle und das ist nicht mehr valide.
Also das sind einfach Funktionen, die gut funktionieren, um die Seite vielleicht nochmal sicherer zu machen, aber an der anderen Stelle eben den Code invalide machen. Ladezeitoptimierung könnten wir einen ganzen eigenen Vortrag machen. Ich finde das sehr spannend, aber ich habe ein paar Punkte mitgebracht, die ihr auch schnell umsetzen könnt. Und warum ist das wichtig? Weil viele Leute haben vielleicht zu Hause eine super gute Anbindung, aber wenn sie jetzt unterwegs sind, im Café oder in der U-Bahn ganz besonders, da funktioniert es einfach nicht mehr so viel, weil ich habe nicht mehr so gut, weil ich habe super viele Leute, die jetzt irgendwie sich in die gleiche Mobilzelle einwählen und jeder will irgendwie im Internet surfen oder irgendwas machen. Sprich, ich muss gucken, dass ich meine Seite schneller bekomme. Der Jan Thiel hatte eben einen Vortrag, der auch sehr gut war, wo er eben auch auf dieses Caching eingeht. Und das ist ein absolutes Muss, dass ich eben nicht mehr für jede Anfrage von einem Benutzer erstmal dann wieder eine Datenbankabfrage habe und dann irgendwie diese Seite aufgebaut wird, bevor die ausgeliefert wird. Also absolutes Muss ist ein Caching. Ich mag da sehr gerne das W3 Total Cache, weil ich da eben sehr im Detail alle Kleinigkeiten einstellen kann. Ich muss auch sehr viel testen, weil im Zweifelsfall funktioniert die Seite eben nicht mehr so oder auch nicht mehr so auf Mobilgeräten, wie ich das gerne hätte. Also testen ist da Pflicht. Ein cooles Plugin ist dieses Auto-Optimize, weil ich habe hier nochmal eine Möglichkeit, ich habe ein eigenes Textfeld, wo ich ein CSS eingeben kann, was above the fold quasi inline schon geschrieben wird. Sprich, der Browser muss nicht mehr erstmal die CSS-Datei laden, um schon mal die Seite zu rendern, den above the fold-Bereich. Sondern ich habe den schon mal initial im Text drin. Problem an der Stelle oder Herausforderung, das Tool hilft mir nicht, überhaupt dieses CSS schon mal rauszufinden, was für diesen Above-the-Fold-Bereich nötig ist. Das heißt, das müsst ihr schon noch selber machen, aber ihr könnt hier dann einfach diesen Code eingeben und es wird dann abgespeichert. Jetzt gibt es noch mal ein paar andere Tipps, die ich hier mitbringe. Und das eine ist, wenn ihr Web-Fonts verwendet, meistens von Google-Fonts, könnt ihr die Sachen auch lokal hosten. Vorteil an der Stelle ist, ihr spart euch nochmal den DNS-Lookup zu einer anderen Ressource. Hat auch nochmal einen datenschutzrechtlichen Vorteil, wenn ihr zum Beispiel auf Google-Dienste verzichten wollt, wird hier dann eben auch keine Verbindung zu Google aufgebaut. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr im Header nochmal externe Ressourcen einbinden könnt. Und Hintergrundbilder könnt ihr zum Beispiel per CSS definieren und eben auch abhängig von der Bildschirmgröße. Sprich, wenn ich mobil bin, wird ein Hintergrundbild gar nicht mehr geladen, sondern eben nur, wenn ich auf dem Desktop unterwegs bin. Wie das im Detail aussieht, seht ihr hier. Das ist jetzt mit dem Tool webpagetest.org. Damit kann man das sehr gut testen, die Ladezeit oder eben auch die Abhängigkeiten. Und wenn ich jetzt dieses Preconnect im Header verwende und meine externen Ressourcen dort schon direkt anspreche, dann verbindet sich der Browser vorher schon eben mit diesen externen Ressourcen, sprich hier in dem Fall explizit mit dem Google Tag Manager, baut eine Verbindung auf, dann mit Google Analytics und dann nochmal das Double-Click von Google. Und das ist eben dieser Block, der wird viel früher geladen, als es normalerweise im Code üblich wäre, weil der Tag Manager, zumindest auf dieser Seite, das ist jetzt nicht Best Practice, aber der wird erst im Footer angesprochen. Oder geladen. Normalerweise würde es dann auch erst weiter hinten dann aufgerufen werden und ich habe dadurch eine schlechtere Ladezeit. Und der Vorteil an der Stelle ist, diese ganzen Verbindungssachen, DNS-Lookup und dann die HTTPS-Verbindungsaufbau, passiert direkt schon am Anfang und am Ende wird dann nur noch die Datenübertragung stattfinden. Dann gibt es Hintergrundbilder, hatte ich gerade schon angesprochen. Wenn ihr das eben im CSS hinterlegt, Hintergrundbilder vielleicht für eure Seite dann festlegt, könnt ihr das mit so einem Code so steuern, dass die Teile dann eben nur auf großen Monitoren geladen werden, nicht mehr mobil. Auch interessant ist das AMP oder AMP, Projekt von Google, wo eben die ganzen Elemente von der Seite, die sie langsam machen, rausgenommen werden. Und das ist zum einen eben viel JavaScript, was dann einfach wegfällt an der Stelle. Genau. Funktioniert relativ schwierig im Moment. Also es gibt zwar ein offizielles Plugin, auch von Automattic, was diese AMP-Funktionalität einfügt. Und dann gibt es nochmal das Glue von Yoast, was hier nochmal euch eine Möglichkeit gibt, es auch einfach zu stylen. Allerdings funktioniert es nicht zum Beispiel für statische Seiten und es funktioniert nicht, wenn ihr eine statische Startseite habt. Dann funktioniert diese Sache noch nicht. Also hier würde ich noch warten, ein paar Monate, bis diese Funktionalität wirklich ausgereift ist und auch kompatibel ist.
Aber damit habt ihr dann super schnelle Mobilladezeiten. Ist halt für eure User dann super, wenn die in der U-Bahn sind oder sonst irgendwo, weil dann lädt es trotzdem. Responsive Design müsst ihr einfach machen, aber das sind ja die meisten WordPress-Themes sowieso, wenn die neuer sind. Das funktioniert ja ganz einfach. HTTPS, auch ein wichtiger Faktor, wurde jetzt letztens erst umgestellt bei WordPress.com gehosteten Seiten, wurde Let's Encrypt genutzt. Solltet ihr auch sonst nutzen, weil es gibt verschiedene Punkte. Einmal ist es die Voraussetzung vom Browser her, dass ihr HTTP 2.0 nutzen könnt. Also es können mehrere parallele Verbindungen zu eurem Server aufgebaut werden und es können parallel halt mehrere Ressourcen runtergeladen werden. Also es ist ein Performance-Booster an der Stelle. Und es ist Voraussetzung für Kontaktformulare, dass die datenschutzkonform sind. Und es gibt Datenschutzbehörden, die auch schon Webhoster oder Webseitenbetreiber anschreiben, wenn ihr ein Kontaktformular eingebunden habt, was personenbezogene Daten abfragt, aber das nicht über HTTPS stattfindet. Also auf jeden Fall bei solchen Sachen nutzen und Vorteil eben, wenn ihr Extended Validation Zertifikate habt, die super teuer sind, aber die haben halt den Bonus, dass ihr eine grüne Adressleiste habt und die vermitteln nochmal mehr Vertrauen in eure Seite als Anbieter. Genau. Wenn ihr den Switch macht von HTTP zu HTTPS, ist an der Stelle wichtig, dass ihr auch eure ganzen internen Links anpasst, die in den alten Beiträgen sind und so weiter. Und das könnt ihr einmal über die Datenbank machen, dass ihr hier einen Search Replace macht, oder, das finde ich ein bisschen komfortabler, ist es dieses Plugin hier, Better Search Replace. Ihr könnt hier im Backend von WordPress einfach HTTP, eure Domain, eingeben und dann eben ersetzen lassen durch HTTPS, eure Domain. Und das Plugin geht dann eben durch eure Datenbank durch und ersetzt alle Einträge durch die neue URL und damit habt ihr auch eine saubere interne Verlinkung. Das heißt, ihr habt dann nicht mehr einen Link von der HTTPS, nee, HTTP-Version. Nein. Also, ihr habt den Switch gemacht, ihr seid auf der HTTPS-Seite, schon verschlüsselt. Aber in der alten Seitenstruktur, in der Datenbank, sind immer noch die ganzen HTTP-Links. Das heißt, der Nutzer klickt jetzt auf den Link, ruft eigentlich die HTTP-Seite auf, dann habt ihr dort einen Redirect, ein 301 im besten Fall, auf die HTTPS-Seite. Und das ist einfach nochmal ein Performance-Problem. Und an der Stelle dann eben mit diesem Tool durch die Datenbank gehen und habt eine saubere Verlinkung. Ja? Wie ist da deine Empfehlung für ein Workflow, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Website, die jetzt schon soweit ganz gut bei Google gerankt ist, auch mit den jeweiligen Unterseiten, halt auf HTTP? Und meine Idee wäre jetzt gewesen. Stopp, ich würde sagen, weil die Zeit ein bisschen knapp ist, besprechen wir nach dem Vortrag, okay? Das Thema. Wichtig an der Stelle hier. Seiten, und das ist absehbar, die eben kein HTTPS-Zertifikat haben, zukünftig werden so gekennzeichnet. Und das vermittelt dann eben kein Vertrauen mehr. Und das ist im Moment aktiv in den Developer-Versionen von Google Chrome, aber es ist natürlich auch möglich, dass es dann bald Einzug in die Live-Version erhält. Genau, Screenreader-Kompatibilität ist auch super wichtig. Barrierefreies Internet und so weiter. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, ihr könnt euch das dann später nochmal im Detail anschauen, aber wichtig eigentlich, dass ihr schon mal von Anfang an ein Accessible Theme wählt. Und da sind einfach zwei Standard-Themes, die sind hier schon richtig geschrieben, die funktionieren auf dem Screenreader und ihr könnt dann nochmal mit anderen Plugins auch nochmal für zum Beispiel Contact Form 7 nochmal eine Kompatibilität nachladen, dass eben auch diese Kontaktformulare eben auch für einen Screenreader funktionieren und so weiter. Genau. Ob ihr jetzt alles umgesetzt habt, das könnt ihr mit wavi.com testen. Das ist ein Tool, nicht von Google, sondern ein anderer, der hat sich einfach die Arbeit gemacht, um eben die ganzen Punkte, die jetzt in den Google Webmaster Guidelines vorgestellt werden, um die einfach automatisiert zu prüfen. Da seht ihr dann auf einen Blick, okay, welche Punkte habe ich denn jetzt schon umgesetzt, welche funktionieren vielleicht noch nicht so gut. Genau. Jetzt gehen wir in die Strategie, wie ihr jetzt eure Seite vielleicht noch mal ein bisschen aufpeppen könnt. Und einmal könnt ihr nochmal Themen eben ausbauen oder eben neue Themen bespielen. Und Themen ausbauen. Das heißt, ihr habt schon ein Thema, was ihr behandelt. Es gibt verschiedene Seiten, um einfach nochmal zu sehen, okay, zu diesem Thema habe ich da vielleicht nochmal andere Bereiche, die ich noch gar nicht besprochen habe, die vielleicht auch nochmal für dieses Thema relevant sind. Und gibt es ein cooles Tool, Answer the Public. Gibt euch nochmal einen, ähnlich wie in der Mindmap,
euer Keyword in der Mitte und dann verschiedene Suchanfragen, die mit diesem Thema in Verbindung stehen. Funktioniert auch mit Hypersuggest, wo ihr dann eben zu einem gewissen Keyword nochmal Modifier dann dazu habt oder halt einfach nochmal eine Erweiterung von diesem Keyword und ihr könnt dazu dann eben auch nochmal W-Fragen anschauen. Und so kommt ihr vielleicht nochmal auf neue Ideen, wie ihr diesen Beitrag nochmal holistischer oder einfach umfangreicher gestaltet, um einfach nochmal alle Fragen, die eure User haben könnten, wenn sie in Google suchen, abzuholen und deren Fragen zu beantworten. Was auch funktionieren kann, sind diese WDF-EDF-Tools. Ich würde da jetzt nicht zu viel drauf geben, aber die analysieren eben auch nochmal, welche Inhalte werden jetzt oder welche Worte, welche Keywords werden auf diesen Top-10-Positionen bei Google zu diesem Keyword alle benutzt. Dann könnt ihr auch nochmal gucken, ob das für euch relevant ist. Genau. Das ist viel spannender, wenn ihr nochmal neue Themen aufgreifen wollt. Und normalerweise ist es so, ihr fangt eigentlich immer unten an, ne? Das ist das klassische SEO. Ihr habt hier euer Keyword, ihr wollt dann irgendwie diesen Fernseher von irgendeiner Marke pushen, ne? Und ihr optimiert den dann irgendwie. Oder ihr geht eine Stufe höher und ihr sagt hier, ich will auf 9 LED-TV optimieren oder halt in einer gewissen Zollgröße und so weiter. Ist sehr kompetitiv und ihr könnt aber viel früher anfangen. Ihr geht einfach nochmal zurück und überlegt euch, wieso sucht da jetzt jemand nach diesem Produkt oder nach diesem Thema? Was ist eigentlich das Problem, was er dahinter hat? Und er kann ja viel früher einsteigen und er will seinen Fernseher einschalten und er hört nur noch ein Klacken. Und irgendwas funktioniert da nicht mehr. Und was macht man in so einem Fall? Man googelt erstmal. Und wenn ihr dazu jetzt eine Ressource habt, dass das Klacken zum Beispiel von einem defekten Kondensator ist, dann könnt ihr da ihm eine super hilfreiche Informationsseite anbieten. Vielleicht nochmal ein Video dazu, um das Ding aufzuwerten oder nochmal eine Liste mit den verschiedenen Schritten, wie ihr diesen Kondensator austauschen kann. Und ihr könnt halt jetzt User abfangen, sehr früh, und dann schon mal eben auf eure Seite ziehen. Und vielleicht sagt ihr dann, hey, das traue ich mir jetzt nicht zu mit dem Lötkolben und diesem ganzen Kondensator, das ist alles viel zu kompliziert. Ich kaufe mir vielleicht doch wieder einen neuen Fernseher. Aber der ist ja dann schon bei euch. Und so könnt ihr einfach nochmal zurückgehen und euch überlegen, eure Inhalte für was, für welches Problem oder für welches Anliegen von den Benutzern, ist es überhaupt die Lösung? Und vielleicht wollt ihr dann schon viel früher einsteigen. Genau. Ihr könnt mir gerne noch eure Fragen schicken, eben auf Twitter oder sonst wie, ich bin jetzt auch noch da. Und beantworte gerne eure Fragen.